Hey ho, meine Rock'n'Roll. So, wie versprochen, heute oder dieses Wochenende wieder was Neues vom Achtelmeilenrenner. Ich habe ein bisschen was rumprobiert, da kommen wir aber gleich zu, weil wir haben jetzt als allererstes mal Besuch, ne? Denn der Alex ist wieder da, der Alexander Hornow von der Firma Motul, seines Zeichens technischer Leiter. Und der hat uns die Ölanalyse bzw. die Ergebnisse der Ölanalyse mitgebracht. Und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an und der liebe Alex erläutert uns mal die ganzen Fakten. Ja? Bis gleich. Wir haben Besuch wieder und der Alex ist da. Und der Alex hat uns was Schönes mitgebracht zum Thema dem Ding, was da steht, nämlich die Ölanalyse ist fertig bzw. ja, analysiert und wieder zurück aus dem Labor. Ja, Alex, dann. Ja, Micha, wir besprechen jetzt deine Laborwerte. Das ist schön, meine Laborwerte. ja, wir haben den Laborbericht dabei, Ergebnisse sind da und die sehen auch sehr gut aus. Ich würde sagen, wir gehen die Ergebnisse mal Schritt für Schritt durch. Wir fangen mit der ersten Kategorie an, mit der ersten Gruppe. Das ist Verschleiß. Für dich sicherlich das interessanteste Thema, ja, was ist passiert. Nur mal kurz für unsere Zuschauer, wir blenden das jetzt unten ein. Ja, also wir halten euch jetzt keine Zettel hier in die Hand, sondern wir machen jetzt hier dann jedes Mal, wenn der nächste Block kommt, machen wir eine Einblendung, damit ihr auch genau wisst, worüber wir sprechen. Genau. Ne? So, dann. Also in der Kategorie Verschleiß sehen wir die einzelnen Verschleißmetalle, die in der Laboranalyse ermittelt worden sind. Unter anderem Eisen ist mit dabei, Aluminium und dann haben wir noch ein bisschen Nickel dabei. Interessant und, für uns, klar. Ja, also der Eisenwert ist grundsätzlich interessant. Den muss man auch immer in Zusammenhang sehen mit dem unten aufgeführten PQ-Index. Der ist hier kleiner 25. Das heißt, die Eisenverschleißpartikel, die in den Testläufen entstanden sind, sind in sehr kleiner Form entstanden, also normaler Verschleiß, kleiner 5 Mikrometer. Und da wird auch ein bisschen Rost dabei sein. Sollte das größer 25 werden, ist das immer ein Achtungssignal, dann läuft irgendwas verkehrt, weil dann entstehen größere magnetisierbare Eisenpartikel, größer 5 Mikrometer und dann läuft meistens was schief. Kurze Zwischenfrage, Rost bei einem neuen Motor eigentlich doch nicht möglich, oder? Also chemisch schon. Ne? Also du hast korrosiven Verschleiß und abrasiven Verschleiß. Natürlich in So, hier mal ganz kurz gestoppt und mal eben die beiden Wörter uns nochmal geschnappt. Abrasiv und korrosiv. Was ist das? Ne? Also abrasiv steht ja hier schön erklärt. Aber nochmal für die Grund oder für das Grundverständnis. Sandstrahlen zum Beispiel ist abrasiv. Irgendwo mit der Flex abschleifen oder durchtrennen ist abrasiv. Und wenn ihr natürlich Metallteilchen in eurem Motor habt, das wäre auch abrasiv. Korrosiv dagegen halt, wie gesagt, eine Oberflächenreaktion. Zum Beispiel der gute alte Rost. Oder halt auf Kupfer grün sparen wäre auch eine Korrosion. Oder eben zum Beispiel, wenn ihr Edelstahlschrauben in euren Aluminiummotor reindreht und habt da keine vernünftige Isolationspaste drum, dann bekommt ihr da auch eine elektrochemische Reaktion und irgendwann reißt ihr das Gewinde komplett mit der Schraube raus. Ne? Ich hasse es. Also nicht machen und jetzt geht's weiter. In dem hier ermittelten Eisenanteil ist der überwiegende Teil entstanden durch abrasiven Verschleiß. Ja, okay. Aber der Wert hier oben setzt sich immer zusammen aus dem korrosiven und dem abrasiven. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass den PQ-Index mit berücksichtigt, um zu erkennen, woraus dieses Eisen hier diese Eisenwerte oben letztendlich resultieren. Ja. Ja. Gut, die Eisenwerte werden wahrscheinlich jetzt hier resultieren natürlich aus Abrollen der neuen Lager. Genau. Getriebe, Zahnräder, die ineinander greifen und natürlich die neuen Ringe, die sich jetzt auch schon anfangen, natürlich abzuarbeiten auf die Zylinderlaufwand. Deswegen ist ja für uns auch wichtig der Nickel. Genau. Ne? Der Nickelwert. Und das Silizium. Ne? Der Silizium, genau. Silizium ist dann im nächsten Kapitel aufgeführt, also das zählt dann zur Verunreinigung. Also Nickel kann von Ventilen stammen. In unserem Fall sind wir uns aber ziemlich sicher, dass es nicht davon stammt, sondern von der Siliziumkarbid-Oberfläche von der Zylinderlaufbahn. Genau, weil, ne, nochmal kurz zur Erklärung, der Zylinder ist ein Aluminiumzylinder, der ist ja beschichtet mit einer Nickel-Silizium-Beschichtung. Der Nickel dient da als Trägermaterial und die Siliziumkörnchen quasi sind in diesem Nickel gebunden. Wären jetzt beide Parameter sehr hoch, hätte ich ein Problem, da könnte ich mich direkt mit auseinanderbauen. Da könnte man schon von ausgehen, dass wahrscheinlich die Zylinderlaufbahn sich langsam verabschiedet. Genau. Okay.
Ja, also von den Verschleißwerten, von den Größenordnungen liegen wir in einem normalen Bereich. Mhm. Also alles okay, alles im grünen Bereich. Kommen wir zu dem Bereich Verunreinigung. Mhm. Verunreinigungen können im Öl vorkommen, sowohl in fester als auch in flüssiger Form. Als ersten Punkt hier oben haben wir Silizium aufgeführt. Mhm. Und Silizium im Motoröl kann viele Ursachen haben. Ja? Silizium kommt vor in Silikon, in Dichtungsmaterial, kommt vor an Zylinderoberflächenbeschichtungen, mhm. kommt vor in Form von Staub, der über die Ansaugluft ins Kurbelgehäuse getragen wird und sich dann auch im Motoröl wiederfindet. Also da sind die Ursachen sehr vielfältig. Und wir haben hier einen relativ hohen Wert. Hatte ich zum Anfang einen kleinen Schreck bekommen. Mhm, ja, klar. 60 ppm ist mhm. der Wert. Aber das ist hat sich auch schnell aufgelöst. Du wirst dann auch ein Bild mit einblenden, nehme ich an. Ne? Genau, das blenden wir mit ein. Wir haben also beim Ablassen des Altöles eben auch Rückstände von Silikondichtungsmaterial gefunden. Genau, kurzer Einwurf. Das war auch zu erwarten, weil natürlich der 96er Motor als Getriebe- oder Gehäusehälfte natürlich komplett verklebt wird. Also wir haben ja keine Feststoffdichtung dazwischen, also Papierdichtung oder Metalldichtung, sondern es wird ja wirklich nur ein Silikonrand aufgeschmiert und dann wird der Motor ne, zusammengeklebt. Und dieses Material drückt sich natürlich auch nach innen, wobei ich immer ein ganz großer Freund bin von hauchdünn, aber trotzdem drückt sich immer ein bisschen was rein. Ja, hier haben wir das mal aufgefangen, ihr seht es jetzt unten im Bild. Das lässt sich nicht vermeiden, das arbeitet sich natürlich beim ersten Öl oder bei der ersten Ölfüllung mit ins Öl ein und das haben wir jetzt natürlich genau. da jetzt mitgemessen. Ne? Genau. Noch nebenbei erwähnt, also Silizium kann auch seine Ursache ja. haben als Entschäumer. Wir verwenden Silikonöl natürlich auch als Entschäumer. Nicht ganz unwichtig beim Motorradmotorenöl, um eben eine Schaumbildung zu verhindern. Mhm. Also quasi ist das mit im 5W40? Ist es in einem frischen Öl mit mhm. vorhanden, bei dem mhm. 300V Offroad hier nicht. Da ist ja. also keiner drin. Ja. Okay, also war das ganz klar, dass das definitiv nicht vom Frischöl kommt. Genau. Okay. Ja. Ja, was haben wir noch an Verunreinigungen? Wir haben einen leicht erhöhten Wert für Natrium. Mhm. Das liegt aber noch in einem Bereich 4 ppm, den wir vernachlässigen können. Kann aus der Ansaugluft stammen, kann aus Rückständen stammen, die noch im Motorgehäuse waren. Wir messen ja hier im ppm-Bereich, also Parts per Million. Und, also Partikel per Million. Per Million. Genau. Okay, also Milligramm pro Kilogramm. Genau. Ja. Das heißt, wenn es blöd kommt, also man nimmt die Ölprobe und man hat gerade vorher die Werkstatt durchgefegt, dann reicht auch der Staubanteil in der Luft, um das mhm. Messergebnis dann letztendlich zu verfälschen. Ja, ja, bei der okay. Wir waren ja schnell ne, abgedreht, genau. aber du weißt ja nie, was außen dran hängt. Das ist ja auch auf der linken Seite, wo das Ritzel ja drüber sitzt mhm. und das kann dann ein bisschen was an der Schraube gehangen haben, wie auch immer. Ne? Genau. Einen weiteren erhöhten Wert haben wir im Bereich Lithium, das kann noch aus Fettrückständen stammen. Mhm. Ja. Gut, das kann sein, weil wir auch viele Dichtungen setzen genau. wir ja mit Fett ein. Ne? Genau. Klar. Mhm. Und dann haben wir den Wert für Silber. Also Silber ist hier keine Verunreinigung, ist eigentlich auch noch ein Verschleißmetall. Mhm. Da haben wir einen leicht erhöhten Wert, der eben auch aus dem Bereich der Lagerung kommt. Genau, weil ja ne, die Kolben der Pleuelbolzen, den unser Bearbeiter natürlich speziell anfertigt, gerade auch für diesen 85 Hub oder für diese 85 mm Hubkurbelwelle, läuft ja auf einem speziellen versilberten Nadellager. Wir haben ja hier keine Gleitlagerung mehr drin, sondern wegen dem Hubzapfen eine ganz normale, in Anführungsstrichen normale Nadellagerung. Und das hat, wie gesagt, ein Speziallager, das verkupfert und versilbert ist. Und daher kommen die Silberwerte. Genau. Ja, und dann schlussendlich kommen wir zu den flüssigen Verunreinigungen. Also wir haben keinen großen Wasseranteil gefunden, liegt unterhalb der Nachweisgrenze. Gut. Ist auch gut so, weil Wasser im Ölkreislauf wirkt sich ungünstig aus, beschleunigt Korrosion. Nichts gut. Und kann eben auch Kavitation verursachen. Mhm, genau. Ja. Dampfblasenbildung, ne? Richtig. Kühlmittel haben wir auch keins gefunden. Auch schön. Was auch gut ist ne? für uns, ja, für das ja. Öl. Wir haben aber einen leicht erhöhten Anteil an Ottokraftstoff gefunden, 2,2%. Mhm. Und da wir ja nicht ganz genau die Zusammensetzung von dem Rennsprit kennen, tippe ich auch nochmal, dass noch zusätzlich ein bisschen Ethanol und vielleicht noch was anderes mit da werden wir von ausgehen müssen, im Öl drin ist, was eben auch viskositätsreduzierend wirkt. Ne? Naja, klar. Die 2,2%, die wirken sich natürlich auch direkt auf
die Viskosität aus? Gut, klar, wir fahren natürlich ein fettes Gemisch, das hatte ich euch ja auch erklärt. Gerade ne, bei so einem Motor, da gucken wir ja A nicht um Sprit und B braucht man dementsprechend Innenkühlung und, und. Und wir haben natürlich das große Problem, dass... Da ist das Mikro runtergeklatscht, wunderbar, Moment. Dass der Kolben natürlich oder die Kolbenringe ja noch überhaupt nicht, also nach einer halben Stunde mit Sicherheit noch nicht eingelaufen sind und dementsprechend noch nicht sauber am Zylinder, an der Zylinderwand anliegen. Dementsprechend haben wir jetzt noch ein Blow-By. Mhm. Ne, Kraftstoff geht ins Öl ja. Und deswegen haben wir natürlich auch den hohen Wert. Genau. Und das können wir dann wiederum in der nächsten Kategorie direkt auch ablesen, mhm. Ölzustand. Da haben wir also auch die Viskositätswerte bei 40 und bei 100 Grad. Mhm. Und die sind eben entsprechend reduziert, was eben auf den Kraftstoffeintrag zurückzuführen ist. Ne? Also dementsprechend auch... der Hinweis dann, das Öl zu wechseln, weil die Viskosität in diesem Fall dann zu niedrig wird. Ne? Ja, ja, also wir liegen hier in der Warmviskosität liegen wir im Bereich in der SAE 30 Klasse. Ne? Also von 40 schon auf 30 runter auf 30. Innerhalb von einer halben Stunde. Ne? So genau. Muss man sehen, ne? Ja, ist aber auch eine extreme Antriebsart und eine extreme Beanspruchung. Klar. Mhm. Und Kraftstoffeintrag also ist voll löslich im Öl und hat eben auch diese sehr stark viskositätsreduzierende Wirkung. Beim Diesel wird es nicht ganz so drastisch. Ne? Ja, ja. Da haben wir ja schon vor Jahren schon mal was drüber gemacht. Ja. Ne? Wer es noch nicht weiß, Thema Ölverdünnung, gerade bei 96er Motoren, ich blende es oben nochmal ein. Und das ist auch eine interessante Geschichte, könnt ihr euch auch mal angucken, das Video, weil da haben wir auch schon lange drüber referiert damals. Ne? Ja. Bläubolzenschäden und. Das war schon ziemlich heftig. Schon ein paar Jahre her jetzt. Ja, sicher. Es war von, oh, weiß ich gar nicht, 2011, 12? Ja, ja, ne, 13, 12, 13 glaube ich. Ja. Das ist schon 4, 5 Jahre bestimmt her. Ne? Ja, ja ansonsten haben wir im Bereich Ölzustand keine großartigen Veränderungen. Hier wird berücksichtigt die Oxidation, die Ölalterung. Mhm. Alterung wird beschleunigt durch einen hohen Temperatureintrag beziehungsweise durch eine lange Einsatzdauer. Ist in dem Fall, kann man in dem Fall vernachlässigen. Die Eintrag von Stickoxiden ist auch unauffällig und das Schmutztragevermögen liegt hier immer noch bei 98%. Ist also für diese Einsatzart auch noch ein durchaus respektabler Wert. Ne? Mhm. Ja, ansonsten, das wäre zu dem Bereich Ölzustand zu sagen. Wir haben als weiteren Bereich die Kategorie Additive. Mhm. Da hat sich auch nicht viel getan in der Einsatzzeit. Wir verwenden Calcium in der Formulierung, wird eingesetzt als Detergent. Also die Innenoberflächen im Ölkreislauf müssen sauber gehalten werden. Dafür verwendet man Calcium als Detergent. Ein bisschen Magnesium ist mit dabei, auch ein Detergent, also Reinigungsmittel. Mhm. Mhm. Dann haben wir ein bisschen Bor, ein bisschen Zink, ein bisschen Phosphor. Als Alterungsschutz und Anti-Verschleißschutz. Und dann haben wir noch ein bisschen Schwefel mit drin. Das ist dann schon alles. Ja, damit sind wir eigentlich bei den Hauptkategorien durch. Den letzten Wert, den wir noch haben, ist die alkalische Reserve des Öles, die Basenzahl. Die wird angegeben in Milligramm Kaliumhydroxid pro Gramm. Und, während der Verbrennung gelangt ja eben auch in das Öl, gelangen saure Komponenten, die müssen neutralisiert werden und das macht im Grunde genommen die alkalische Reserve. Also die sauren Komponenten von Verbrennungsrückständen? Von, Rußpartikel oder Rückstände, die in Verbindung zum Beispiel auch mit Wasser Säuren bilden können. Mhm. Ja. Okay. Also so ein Ölkreislauf im Motor sieht zwar sehr geschlossen aus, aber innerlich ist der offen. Das heißt, ins Öl werden Verunreinigungen eingetragen und die können dann also auch im weiteren Verlauf zu chemischen Reaktionen führen. Und klar. Säuren möchte man nicht im Ölkreislauf haben, deswegen werden die über die Basen, über die alkalische Reserve neutralisiert. Ja, okay. Da liegen wir aber auch, hat sich im Gegensatz zum Frischöl in dieser kurzen Zeit auch nichts großartig verändert. Ja, da sind wir jetzt soweit durch mit allem. Wir haben die Gelegenheit auch genutzt, den Ölwechsel gleich durchzuführen. Den haben wir jetzt direkt gemacht, richtig, genau. Damit kannst du dann auch direkt mit einem sauberen Öl in die nächsten Testläufe starten. Also alle flüssigen Verunreinigungen sind also auch entfernt. Genau, und die ganze Rotze ist raus. Genau.
Dann sehen wir uns praktisch zum nächsten Labortermin in 55 Testzyklen. Hast du auf jeden Fall was zu tun, würde ich sagen. Ja, die Leute wollen ja auch was sehen. Dann müssen wir ein paar Videos drehen mit dem Ding, ne? Ganz klar. Und wir sind jetzt natürlich auch wichtig, dass wir dann, wenn wir den nächsten Test gezogen haben, verschiedene Werte dann hoffentlich miteinander gut vergleichen können und können eben sagen, ob das in die richtige Richtung geht. Genau. Und du wirst sicherlich dann auch Messergebnisse haben und sagen, ob das in die Richtung geht, die du gerne haben möchtest, nämlich Leistung. Genau. Und vor allen Dingen, wir wollen natürlich auch, dass jetzt durch das Silikon, was wir jetzt rausgeholt haben, der Siliziumwert beim nächsten Test hoffentlich sollte deutlich niedriger ausfallen. Deutlich niedriger sein. Also das ist dann erstmal da, wo wir zuerst drauf gucken werden beim nächsten, bei der nächsten Einmessung. Und ja, da würde ich sagen, bis die Tage, ne? Danke, dass du da warst wieder, wie immer. Ne? Ja. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das jetzt mit unserer Ölanalyse und es geht dann ganz schnell weiter zum nächsten Beitrag. Bis gleich. Ja, ne? Jetzt wissen wir oder jetzt waren wir schon ein bisschen schlauer und mit dem frischen Öl natürlich direkt den Ofen wieder auf den Prüfstand gestellt und auch den Reifen gewechselt, hatten wir darüber gesprochen, weil ne, der Slick ist ja eigentlich eher nicht so optimal auf einer Rolle oder bei einer Leistungsmessung, weil der Reifen halt an sich oder der Slick an sich ja sehr stark balkt und da halt viel Energie im Reifen verloren geht. Haben wir gedacht, ob das so ist, das werden wir gleich sehen. Ja, daher einen ganz normalen Michelin Pilot Power drauf gemacht, um zu gucken, was dann passiert. Und ja, was dabei rausgekommen ist, ne, das seht ihr jetzt. Und der Reifen war dann doch eher suboptimal. Ne? Also der Slick hat wenigstens nur ein-, zweimal kurz durchgerutscht bei den ersten Leistungsmessungen. Der Pilot Power kriegt das erstmal gar nicht gebacken. Wir haben also während der ersten vier, fünf Läufe dermaßen Schlupf am Hinterrad gehabt, obwohl ich den Apparat hier runtergespannt habe wie ein Ochse und ich fetter Sack nach oben drauf sitze, dass ich erst dachte, meine Kupplung wäre durch. Weil ich immer diese Kupplungspeaks, also diese Durchrutschpeaks in der Leistungsmessung hatte. Ne? Aber ich habe dann hinten geguckt, habe dann gerochen und das war Gummi und konnte dann auch schön sehen, wie der Reifen immer über die Rolle rutscht, trotz Zurren halt. Ne? Also das Ding reißt an dem Hinterrad, das ist schon nicht normal. Gut, es hat aber nachher dann doch geklappt. Wenn der Reifen vernünftig Temperatur hat, geht es dann doch. Und was dabei rausgekommen ist, ne, das sehen wir jetzt. So, hier haben wir wieder die Kurve von oder aus dem letzten Video. Ja, also 92,52 PS hatten wir da am Getriebeausgang und ein Drehmoment von 87,14 Newtonmeter. Und jetzt legen wir mal die Kurve von vorhin drauf. So,
Und wir sehen, dass die Spitzenleistung sich nicht großartig verändert hat. Das haben wir 93,59, also knapp 1 PS. Das könnte man aber noch als Messtoleranz abtun. Hier haben wir aber im ganzen Bereich ab 7000 eine Leistungsverbesserung. Hier ist unser Peak, deswegen ist die alte Leistung und die neue Leistung sehr eng da zusammen. Aber wir haben hier im Bereich eine bessere oder eine etwas höhere Leistung. Und wir haben ab 9000 Umdrehungen, haben wir nochmal eine Schere, die aufgeht, zu unseren Gunsten quasi von 4 PS. Ja, also in dem Moment, wenn aber schon die Leistung wieder abflacht, also vom Peak wieder runtergeht, bleibt die Leistung hier hinten noch länger stehen. Das ist natürlich auch keine schlechte Sache. Ob uns da die PS bei über 9000 Umdrehungen noch wirklich wichtig sind, ist eine andere Frage. Aber durch das Arbeiten an der Zündung und dem Kraftstoff und wahrscheinlich auch dem anderen Reifen jetzt, haben wir hier noch ein bisschen was gefunden. Aber das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen. Ja, da fehlen also immer noch 6,5 PS, die wir brauchen, um die 100 PS zu knacken. Da geht kein Weg dran vorbei. Ne? Okay, dann geht's weiter. Ja, es hat nicht sollen sein. Mehr war nicht drin momentan. Ob das jetzt wirklich am Reifen gelegen hat, kann ich jetzt so nicht sagen. Großartige Unterschiede von dem jetzt und zum Slick hatten wir jetzt nur wirklich nicht. Ich glaube eher, es lag daran, dass ich hier noch ein bisschen an der Zündung gearbeitet habe und am Kraftstoff. Wir sind also ein bisschen magerer gegangen auf jeden Fall, weil die lief halt viel zu fett bei Vollgas. Haben jetzt die Korrektionswerte mal vernünftig stehen, also Wassertemperatur und Lufttemperatur. Und die Vorzündung bearbeitet, noch einen Tacken, ein paar Grad nach vorne gegangen, aber da ist jetzt so wirklich absolutes Limit, nach meinem Dafürhalten. Ich habe natürlich auch Angst, dass mir sonst der Motor um die Ohren fliegt. Das wollen wir natürlich nicht. Daher müssen wir jetzt den nächsten Schritt gehen, so wie ich den besprochen oder wie ich den schon mal angesagt hatte. Wir werden jetzt versuchen, die Drosselklappe zu vergrößern. Ja? Original ist so eine 50er Drosselklappe verbaut. Wir können jetzt versuchen, ein anderes Produkt zu bekommen, was schwer wird bei dem Draft by Wire. Oder wir nehmen halt was aus dem KTM-Portfolio. So, und was wir uns da ausgedacht haben, das sehen wir jetzt. So, folgender Plan ist geboren. Also wir hatten ja auch beim letzten Video einen Community-Tipp, dass wir mal versuchen sollten, Drosselklappen der Super Duke. Haben wir uns natürlich dann auch direkt besorgt. Die gibt es eigentlich recht kostengünstig im Netz. Aber ne, wenn ihr euch jetzt mal hier diesen Monster-Drosselklappenkörper anschaut, von der Breite her, also Achsabstand nach außen, der ist fast 15 mm breiter als der originale Drosselklappenkörper. Der Stecker ist zwar der gleiche, der würde wahrscheinlich auch wunderbar funktionieren, aber den kriegen wir in den Rahmen nicht rein und zerschneiden darf ich ihn auch nicht, weil der Motorrad ist ja nicht mir. Also das vielleicht als spätere Option, dass wir hier irgendwas draus verwenden oder eben halt von der anderen Seite, halt die mechanische Seite, aber da haben wir wie gesagt keine Potis dran. Also ist der nächste Versuch, seht ihr hier, eine zerlegte Drosselklappe von der Euro 3. Das ist eigentlich die gleiche, nur halt etwas kleiner mit 46 mm Durchmesser. Aber der Drosselklappenkörper, also das Gussteil, ist das gleiche. Haben wir nachgemessen. Deswegen können wir jetzt, ob wir jetzt einen 50er auseinanderbauen oder einen 46er, ist auch egal. Den nehmen wir jetzt. Der wird aufgehohnt. Die Idee ist jetzt erstmal auf 52 mm zu gehen, also 2 mm größer als die Serie oder als den Drosselklappenkörper, den wir verbaut haben. Das ist die 46er Klappe. Die werden wir dann anfertigen. Das ist die Welle dazu, die Achse. Ja, und wie gesagt, das kann man alles schön zerlegen. Das ist alles sehr gut aufgebaut. Hier ist der Motor. Ne? Der hat so Steckkontakte, die sitzen dann hier in der Abdeckung drin. Ja, eigentlich recht von den Bauteilen recht simpel. Der Getriebe kennen wir noch von den alten Drosselklappenkörpern. Auch die Feder, also ist ähnlich, ne, nicht gleich. Ja, also, nächster Step.
Aufspindeln der Drosselklappe und des Drosselklappenkörpers auf 52 mm, also 2 mm größer gehen. Und dann hoffen wir, dass die Leistung steigt. Ja, ne, damit geht es jetzt weiter. Das ist der nächste Step. Die schicken wir jetzt, oder die Bauteile schicken wir jetzt erstmal weg zum Bearbeiten. Dieses Jahr gibt es sowieso nichts mehr. Ab nächste Woche haben wir eher alle Weihnachtsurlaub. Ne? Apropos Weihnachten. Von uns auf jeden Fall jetzt schon mal von der Chefin und von mir euch ein schönes Weihnachten. Silvester, aber vor Silvester sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Und wir sehen uns ja sowieso spätestens nächste Woche Sonntag. Da werde ich versuchen, irgendwas wieder in puncto Werkstatt zu machen. Tipps oder Tricks oder vielleicht ein bisschen was in puncto Motorenüberholung. Schauen wir mal, ich habe schon eine Menge vorgedreht. Ich bastel euch da was Schönes zusammen. Ne? Ja, dann sehen wir uns aber, oder die Kanalmitglieder, die sehe ich schon am Freitag, ne? Nicht vergessen, 20 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir wieder Pilot Racing Live auf YouTube. Wer gerne Kanalmitglied werden möchte und damit dazustoßen möchte, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch mal an, ist eine schöne Sache. Wir hatten viel Spaß letzte Woche Freitag. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ihr kennt das Spiel. Lasst uns einen Daumen da, wenn es gefallen hat. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Und immer das Glöckchen aktivieren. Dann gibt es immer Infos, wenn wir ein neues Video rausgehauen haben. Ne? Und dann macht es gut. Wir sehen uns Sonntag. Haut rein und tschüss.